Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier von Brick Riggs. Das habe ich noch gar nicht auf meinem Kanal gebracht. Also das ist so ein ziemlich cooles Spiel. Ja, ist meist Lego. Und ja, ich zeige euch das einfach mal. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Die Stadt hier besteht hauptsächlich aus Lego-Steinen. Und ich bin auch irgendwie ein Lego-Männchen. Wie man das sehen kann, das sieht zwar gerade nicht so aus. Okay, die Füße sieht man. Aber okay, bevor jetzt die einen oder anderen schon wegschalten, es gibt hier so einige ganz coole Funktionen. Ihr geht jetzt mal auf Open File und hier hat man dann zum Beispiel verschiedene Fahrzeuge, so ein Fire Mog, den nehmen wir jetzt einfach mal hier, der Ding schwebt da jetzt. Kennt ihr vielleicht aus euren Kindheitstagen oder selbst wenn ihr noch jetzt Lego haben solltet, jeder hat doch mal so ein Feuerwehrauto gebaut. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier auf Toggle Lights gehen, dann seht ihr, das Blaulicht funktioniert auch. Das ist mega geil. Also es ist quasi so eine Art Feuerwehrsimulation, wo ihr natürlich auch andere Fahrzeuge fahren könnt. Aber ich weiß jetzt nicht, was man hier alles machen kann. Ob man auch Feuer löschen kann, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Wir drücken jetzt einfach mal auf Spawn und da hört ihr auch schon, das hat einen Motorsound. So. Okay, der Motorsound ist relativ laut. Warte mal, wir machen mal kurz ein bisschen leiser, weil sonst versteht man meine Stimme hinterher nicht. Wo ist denn jetzt meine Maus gerade? Oh, die hat sich festgehangen. Ah! Ich mag das nicht so. Okay. So, Desktop-Audio machen wir ein kleines bisschen leiser. So. Ja, ist okay. Resume. So. So, jetzt fahren wir mit unserem Feuerwehrtruck dann mal los. Oh Gott, so, okay, das funktioniert. So, ich drücke jetzt einfach mal irgendwelche Tasten, okay, das ist jetzt irgendeine Maus. Auf H machen wir irgendwie Licht an, genau. C ist verschiedene Kamerapositionen. 1. Ah, ja, geil, also es gibt hier auch richtige Feuerwehrsirenen, das finde ich nice. Die Warning Lights könnt ihr auch anmachen. Warte mal, wie machen wir Blaulicht an? Ab. Down. Bacon ist Q. Ah, gut. Also Freunde, jetzt seht ihr, hier ist eine Einsatzfahrt von einem Feuerwehrauto. Der hat mehrere Sirenen. 2, 3, 4. Funktioniert doch. Irgendwie will das nicht. Also die anderen Sirenen möchten hierbei irgendwie nicht funktionieren. Das ist auf jeden Fall unser Löschfahrzeug hier. Oder unser Rüstwagen zumindest. Wir fahren auch andere Fahrzeuge. Ich glaube, das hört sich eher so nach dem Zug an. Warte mal, können wir hier irgendwie einen Screenshot machen? Ich weiß es nicht. So, komm, warte mal. Wir können hier doch aussteigen. Dann sieht man das hier besser, wie das Fahrzeug dann aussieht. Ist auf jeden Fall ganz cool. Warte mal, wir fahren nochmal zurück. Oder warte, können wir hier auch was machen? Was passiert hier? Activate Pumpe. Okay. So, wir fahren nochmal weiter mit unserem Rüstwagen. Ich habe auch noch ein FLF, also ein Flugfeldlöschfahrzeug da. So, Feuer, LMB. Also es gibt wohl hier auch irgendwo Feuer. Oh Gott! Nein, was ist denn da passiert? Also Freunde, Feuerwehrautos können auch kaputt gehen. So schaut das Ganze dann aus. Dicker Verkehrsunfall auf jeden Fall. So, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Hör auf damit, die schönen Frontblitzer, Mann. Ja, das war jetzt nicht so geplant, dass ich hier einen fetten Verkehrsunfall baue. Also, tut mir auch echt leid. Kommt nicht wieder vor. Ja, wir müssen jetzt irgendwie zurück zu unserer Base. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. Okay, hier ist vorne. Ist sie. Auf jeden Fall, wenn euch das Spiel gefällt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr wollt, schreibt es in die Kommentare. Warte mal, ich glaube, hier müssen wir wieder weg, oder? Das sind irgendwelche Garagen. Ah, ich glaube, da hinten war das, genau. Da vorne müssen wir hin, dann holen wir unser Flugfeldlöschfahrzeug mal ab. Wir können uns natürlich auch Polizeifahrzeuge und so weiter hier holen. Alles ist möglich, also hier habt ihr echt so eine fette Möglichkeit. Ihr könnt natürlich eure eigenen Fahrzeuge hier designen und bauen. Da gibt es echt viele Möglichkeiten. So, Open File,
Warum was denn? Wir haben ja auch schöne Hubschrauber, LKWs, noch eine Fire Engine. Wenn das hier mal laden würde, dann könnte man auch sehen, dass da ein Flughafenfeuer-Löschfahrzeug ist. Aber ich öffne es jetzt einmal mal. Ich weiß nicht, ob das direkt funktioniert. Ansonsten holen wir uns erstmal das hier. So, open. Los. Open dich. Oh, nicht gut. So. Oder es liegt vielleicht daran, dass das Fahrzeug halt hier noch in der Garage steht. Das weiß ich gerade nicht. So, also, können wir das irgendwie duplizieren? Bacon. Double Flash Sequenz. Oh, komm, machen wir mal so. Transparent Blue, ja, lassen wir mal so. So, da vorne die. Warte mal, wie können wir denn da. Wie können wir also, da was mit Zoom? Ah, okay. Davon können wir doch bestimmt auch irgendwas machen. Bacon, ja, das lassen wir mal alles so. Also, das ist auf jeden Fall echt interessant. Hier kann man natürlich ihre, also ihr könnt hier euch eure eigenen Feuerwehrfahrzeuge designen. Ich bin da jetzt nicht so extrem kreativ drin, deswegen nicht wundern, aber das habe ich ja auch nicht designt. So, wir fahren wieder auf die Straße. Was? Stopp, ich muss das noch speichern. Save as Firemog 2. So, okay. Spawn. So, jetzt machen wir mal unser Blaulicht an. Sieht sehr geil aus, das muss ich schon sagen. Oh! Nein! Oh, jetzt ist es komplett kaputt gegangen. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Unser Reifen ist sogar bis hinten geflogen. Ja, wir machen noch einen Anlaufversuch. Vielleicht wird das ja jetzt was. Ich versuch's auf jeden Fall mal. Lass mich da rein. Entschuldigung. Danke. So, den hier möchte ich mal weghaben. Warte, wo ist denn meine Maus? Rick. Ich will den nicht hier haben. Wir können ihm auch noch eine Antenne geben oder so. Oder Aircraft. Oder Propeller. Können wir den denn befestigen? Wir können ja echt so viel Blödsinn machen, Freunde. Da müssen wir mal experimentieren. So, dann Toggle Lights. Okay, hier seht ihr dann nochmal, wie das dann zum Schluss aussehen soll. Selection, Select All und dann entfernen. So, okay, jetzt können wir uns das nächste Gerät öffnen. Hoffe ich zumindest. Firemog 2 hat kein Bild. So, okay. Da, hier haben wir einen RTW. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Da machen wir jetzt auch mal das Lichtchen an. Misk, dann wieder Toggle Lights. Okay, der hat hier die typischen amerikanischen roten Blitzer. Die können wir theoretisch da noch umwandeln. Jetzt mal Brickmaterial. Hier machen wir mal blau. Da machen wir auch mal blau. Sieht da ein bisschen cooler aus. Das speichern. Oh nein! Das speichern wir dann mal eben wieder hier als RTW Blaulicht. Safe. Den Link zu dem Steam-Spiel stelle ich euch übrigens unten in die Videobeschreibung. So, hier haben wir unseren schönen RTW. Es schneit mittlerweile, Freunde. Und da vorne liegt unser kaputtes Fahrzeug. So. Fängt ja schon wieder super an. Wir kommen da nämlich gar nicht hoch, ohne dass unser unsere Frontschürze da abfällt. Warte mal, wie können wir überhaupt zurückfahren? B? Also die Taste S möchte irgendwie nicht funktionieren, Freunde. Da müssen wir aber nochmal alles ausprobieren hier. Shift down. Es hat Bremse. Warte mal, wir gehen nochmal. Halt, ich will nicht mal in die Disability Time. Main Menü. Komm, wir gehen nochmal ins Main Menü. Und drücken dann hier nochmal Play. Racetrack Sandbox nehmen wir mal. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Okay. Das sieht interessant aus. So, das ist unsere Garage. Da gehen wir nochmal rein.
Vielleicht geht das ja jetzt mit unserem Flugfelder-Fahrzeug. Ich bin mir nur nicht sicher. So, da ist unsere Maus. Wir drücken jetzt nochmal auf Open File und ja, Truck and Trailer. Aber wo bleibt er denn? Wo bleibt mein Feuerwehrauto? Schwer zu finden. So, wir nehmen jetzt mal was Größeres. Ich würde mal sagen, so ein Militärlader. So, so, also kommen Freunde, dem verpassen wir noch ein paar Frontblitzer. So, oh, so. Okay, wie mache ich das hier? Das sind Player Bricks, Zylinder, Helikopter, Parts, Türen, Kräne, Waffen. Okay. Sirenen. Komm, wir. Urpala! Die sollen nicht da oben hin. Entschuldigung. Ja, jetzt hat er eine Sirene verbaut. Auch cool. So, können wir dem auch ein Blaulicht verbauen? Das fehlt jetzt noch. Bricks. Ich weiß gar nicht, was bei Bricks. Ich kann es doch schlecht sagen. Lights. Ah, der hat ganz normal rundum leuchten. Ja, das reicht ja. Also. Nee, Freunde. So, Spawn, okay, ja. Ja, der hat jetzt halt eine Sirene. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Oh, jetzt bin ich ausgestiegen. So, wir machen nochmal H. Dann Q für die Rundumleuchten. Ah, warte mal, der hat hinten eine richtig nice Rundumleuchte. Ach so, das sind solche Heckwarner. Das ist auch sehr cool. Und mir gefällt das, dass diese Fahrzeuge Schäden bekommen können. Weil wenn ihr zum Beispiel einen Unfall baut oder so, dann geht das Fahrzeug richtig kaputt. Also ich weiß nicht, was der jetzt hinten drauf geladen hat. Es sieht auf jeden Fall aus, als könnte das explodieren. Komm, wir kommen mal ins Schlingern. Wuff! Junge! Wie geil ist das Spiel denn? Ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon wollt. Und ich finde das geil. Also das werde ich auch demnächst mal im Livestream zeigen. Also zeigt's mal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Macht es gut. Ciao. Na.